Hallo und herzlich willkommen bei Wien IT Business Solutions. Mein Name ist Benny und heute zeige ich euch das Thema Abschlagszahlungen im WKS ERP-System. Zunächst einmal, die Abschlagszahlungen werden benutzt, um für ein Projekt oder einen Auftrag eine Teilzahlung beim Kunden einzufordern. Das Ganze ist losgelöst zu betrachten von der eigentlichen Vorgangskette, kann aber miteinander verknüpft werden. Was ich genau damit meine, das zeige ich euch jetzt. Wir machen erstmal einen ganz normalen Auftrag über die VNV, also einen Kundenauftrag. Also VNV oder Vorgang, neuer Vorgang. Mach mir hier einen Kundenauftrag und suche mir dementsprechend den Kunden raus. Nehme ich gerade mal hier die Musterfirma. Sag weiter. Füll mir den dann dementsprechend soweit aus, was der Kunde bestellt hat. Bestand. So, irgendein Artikel. Bestand. So. Hat er den Haken nicht genommen? So, jetzt aber. So, hier nehmen wir den neuen Artikel. Da haben wir noch 31 auf Lager. Und der kriegt jetzt 10 Stück dafür. So. Dann speichere ich mir den Vorgang. Und ich mache gleich die Auftragsbestätigung. Den Text wollen wir nicht übernehmen. Und speichere mir den. So, Kunde hat seine Auftragsbestätigung bekommen. Und jetzt gehe ich hin und gehe über die VVF oder über den Vorgangfilter, suche mir die Auftragsbestätigung, die ich gerade eben gemacht habe. Das mal zu. Hier sieht man sie. Diese Auftragsbestätigung bearbeite ich und mache daraus eine Abschlagszahlung. Sag weiter. Und was ich jetzt machen muss, das ist ganz wichtig. Ich nehme jetzt einen Artikel, entweder ich habe einen separaten Artikel, der heißt Abschlagszahlungen für Projekt XYZ oder sowas, was ich dann auch ausformulieren kann. Oder ich nehme einfach einen Dummy-Artikel. Das geht natürlich auch. Je nachdem, ob ihr dann später meine Auswertung fahren wollt über diesen Artikel, macht es natürlich Sinn, dass ihr da einen dedizierten Artikel dafür anlegt. Ich nehme jetzt mal hier den Dummy. Kann den dann dementsprechend ausformulieren. Abschlagszahlung. Ja, AB, die haben wir ja dann noch hier oben stehen. Kopieren wir uns hier raus, so hinein. Und wir haben jetzt hier einen Gesamtauftragswert von 300 Euro. Die trage ich mir hier ein. Und ich sage zum Beispiel, ich möchte 50% haben an Abschlagszahlung. Dann trage ich beim Rabatt einfach die 50% hier ein. Wenn ich jetzt sage, ich möchte 25% Abschlag haben, dann muss ich das umgedreht rechnen. Dann möchte ich nämlich 75% Rabatt geben, damit ich 25% an Abschlag bekomme. Lassen wir das gerade mal so stehen. Und jetzt muss ich diesen Artikel, den Ursprungsartikel, rauslöschen aus der Vorgangskette. So, warum man das machen muss, zeige ich euch gleich. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Abschlagszahlung, nur diesen einen Artikel drin. Das heißt, das geht dem Kunden zu, kann ich auch speichern, E-Mail machen und dann geht es direkt an den Kunden raus. So, die Abschlagszahlung haben wir hier drin. Und wenn ich jetzt einmal neu suche, dann habe ich die Abschlagszahlung für die Musterfirma und im Belegfluss sehe ich auch Kundenauftrag. Daraus wurde die Auftragsbestätigung und danach wurde dann die Abschlagszahlung gemacht. So, dann gehe ich hin und sage, nehme ich mir die Auftragsbestätigung, die ich gemacht habe und bearbeite die zu meinem Lieferschein. Dadurch, dass ich den Artikel vorhin rausgeschmissen habe, bleibt er mir quasi erhalten, wenn ich die Auftragsbestätigung nochmal bearbeite. So, dann kann ich das dementsprechend ausfüllen und sagen Speichern drucken. Ja,
Genau, da habe ich meinen Lieferschein gemacht mit den Artikeln. Und wenn ich jetzt wieder in den Belegfluss reinschaue, hier, dann sehe ich hier, da ist der Lieferschein, den ich gerade eben gemacht habe, und die Abschlagszahlung. Und man sieht, die sind beide auf der gleichen Ebene und kann jetzt dementsprechend den Lieferschein weiterführen zur Abrechnung. Wie ich das dann mache, über die V14 oder die manuelle Abrechnung, ist vollkommen egal. Dort kann ich dann diese Abschlagszahlung auswählen. Ich mache es jetzt mal hier direkt aus dem Vorgang raus, sage hier oben direkt auf Rechnung. Wie ich gerade eben gesagt habe, kann ich jetzt hier unten diese Abschlagszahlung, die ich gerade eben gemacht habe, übernehmen. Und sage Speichern, Drucken. Was dann eben passiert, ich habe hier eine Schlussrechnung mit dem Auftragswert in Summe quasi, also Gesamt. Und hier unten sehe ich eine Auflistung der bereits getätigten Abschlagszahlungen. Genau, das heißt, dann sehe ich eben hier, dass schon bereits 75 Euro bezahlt wurden. Und dementsprechend ist auch hier der Restbetrag dann ausgeführt. Genau, das war's auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr vom WKS sehen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend. Bis dahin, ciao.